Au! Was wollt ihr von mir? Aua! Sag mir du noch mal deinen Namen. Meinen Namen? Was sieht gut aus? Deine Telefon. 890. Ach. Ich muss ein bisschen meine Nase noch heben. Damit ich hochnäsig bin. Das steht. 890. Hey, Bruder, was geht? 7314. 7314. Ihr hört euch. Ich bin schon Freunde. Ihr hört euch der Orientalis an. Orientalisch? Ja. Orientalisch? Ja. Hast du mal irgendwas von orientalischen Leuten? Ne, das hab ich mal gehört und jetzt hab ich es einfach mal nachgesagt. Hast du nachgesagt? Ja, ist richtig. Sagst du alles nach, was du hörst? Sagst du alles nach, was du hörst? Ah Gott. Hey, Junge, guter Junge, der gefällt mir. Alter Schwede. Hey, ihr könntet wieder sein, beide mit Glatze. Was denn? Ja, Bruder. Meine Frau muss wieder polieren und ich hab schon Babyöl gekauft, weißt du? Und ich mach auch alles nach, was andere haben. Also ich hab jetzt auch eine Glatze. Oh, warte mal, diese Typen können wieder was fragen. Du da. Was denn? Nimm's mal mit. Kein Zeit dafür. Wie kein Wohin Zeit? Wohin musst du denn? Weißt du nicht. Siehst du also keine Zeit dafür? Ganz unfreundlich bist du. Echt? Wenn du sagst irgendwo hin, dann habe ich keine Zeit dafür. Ey, wo musst du hin, oder? Du. Ja. Kannst du mich fahren? Nee, aber ich kann dich mitnehmen, wenn du musst. Ja. Wohin musst du denn? Zum Kleidungsladen beim Friseur, beim SIM-Kartenverkauf da. Ja, dann steig hinten drauf, aber nur hinten. Das ist korrekt. Jo. Also wo nochmal? Das ist der Kleidungsladen beim SIM-Kartenverkauf beim Friseur. Mhm. Da musst du hin. Da waren so ein Typen, die haben auf mich geschossen. Ist der oben, unten, oder links oder rechts? Das ist so zwischen Friseur und Grase. Und da drüber ist so ein Fahrradverkauf. Na jo, ich hab's glaube ich. Sehr gut. Man trifft den gleich da vorne, oder nicht? Nein, nicht hier! Andere Richtung! Ja. Genau, andere Richtung! Okay. Da ist ein Friseur. Da ist so eine Grase und da drüber ist so ein Fahrradverkauf und das beim SIM-Kartenhandel. Ja, den hab ich auch irgendwas mit. Ja, gerade eingereist. Kam ein Flugzeug und wurde direkt an hier beschossen. Aber hast du kein Geld bei dir gerade? $200. Ach, schade. Du hast Glück gehabt, ich wollte dich gerade ausrauben, aber wenn du neu hier bist, dann passt es ja. Das ist ja cool. Mhm. Hab ich ja Glück gehabt. Ja, mega. Was ist ein komisches T-Shirt hast du recht da? Das ist so. Das ist so Kuhleder. Kuhleder? In Gold? Ja, das ist gefärbt. Okay. Sieht aber nicht so gut aus. Ich finde das cool. Okay, warum? Cool. Okay. Oh, die sind hier nicht mehr. Was? Zöhn gemacht, die Polizei hat wieder keine Arbeit geleistet. Zöhn, was soll ich das denn wissen? Ich muss zum Essensmarkt. Ich lässt einfach bei der Grove Street raus, okay? Ist da ein also Essensmarkt? Essen? Ja, du kannst bei der Tankstelle hier was essen. Oder? Ja! Ja, aber ich lass dich am besten da vorne raus, da dich niemand erschießen kann. Wie meinst du das? Ja, hier darf man eigentlich nicht rein, aber du darfst da bestimmt rein. Echt? Du musst hier. Ja, steig am besten genau hier aus. Und lauf zu den netten Herren da drüben. Darf ich das? Ja, natürlich, das ist deren Straße. Die haben immer Essen dabei. Das ist alles hier sogar. Das ist alles abgesperrt. Ich warte hier einfach auf dich. Das ist alles abgesperrt. Ja, du kannst ja durch dich hier lücken. Guck, die kommen ja schon. Kannst du ja fragen. Okay, frag mal. Entschuldigung. Hallo?
Jo, Nigga, ich denke, das ist jetzt schon ein Grund haben, warum er abgesperrt ist, oder? Der Typ da mit dem Motorrad hat gesagt, ich krieg hier Essen. Echt? Ja. Der da, der da steht, der hat gesagt, ich soll hier rein, ihr seid nette Herren und gebt mir was zu essen. Hast du Bock auf Blei? Kann man das essen? Ja, kann dir mal probieren. 2-3 Kugeln in die Fresse schießen und kannst mal Wieso? Probieren. Ich hab nur Hunger. Du bist erstmal hinter die Absperrung. Da. Ich hab auch gesagt, die haben doch nicht umsonst hingestellt. Er sagt, ja, die Herren sind nett, die geben dir was scheiß Absperrung, Mann. Essen. Hinter die Absperrung jetzt oder ich stich dich ab, Alter. Lauf zu, Mann. Ich hab doch nur Hunger. Ist verknechtet. Wo kann ich... Sag dir jetzt eins, hier gibt's nichts zu essen. Das wurde mir gesagt, das wusste ich doch nicht. Ja, dann... Ich bin heute erst hergezogen. Ja, dann kannst du den Typ mal holen, Alter, und kannst ihm sagen... Dass er dich angelogen hat. Kannst du mal eine geben von mir? Was für ein Arschloch, ich dachte, das wäre nett. Du? Ja, was du los? Du hast doch oder nicht? Was? Hast du das von gerade eben? Wie meinst du das? Ja, ich hab dich doch gerade... Du warst das? Ja, ich hab dich doch so mit dem Motorrad vorbeigebracht. Du Arschloch! Wieso, was denn passiert? Du dummes Arschloch! Hä? Beruhig dich und schlag mich nicht, was ist dein Problem? Arschloch! Okay, kann ich mit dir nicht nochmal reden? Geh weg von mir! Was sollte das? Schlag mich nicht! Die wollten mich assisen! Nein, schlag mich nicht! Die wollten mich assisen! Ja. Und ich soll dir jetzt eine in die Fresse hauen von denen! Ja. Ah! Das war nichts. Kannst du mich bitte aufhören zu schlagen, sehr voll nett? Nett! Du hast mich da zu denen reingefahren und hast gesagt, ich soll da reingehen! Du hast gesagt, du möchtest in die Hut rein und ich hab dich in die Hut gebracht. Ich wollte nur was zu essen haben und du sagst, da gibt's was zu essen, die geben mir was zu essen, weil die nett sind. Ja, die haben bestimmt auch Essen. Die wollten mir Blei geben. Was wollten die? Blei. Ja, was haben die noch gemacht? Geh erstmal zur Polizei. Hallo, Officers. Mir ist es wurscht. Hallo. Dieser Herr hier mit den Maske. Und die ich gleich abziehe, natürlich. Was ist denn los? Ja. Da wollte mich abziehen. Abziehen? Ja, du hast mich doch gerade eben geschlagen, weil ich dich in die Hut bringen sollte. Und die dich dann geschlagen haben oder sowas. Du hast mir eben 1000 Dollar abgenommen. Der Herr ist doch gerade dabei gewesen. Wieso lügst du jetzt? Es lügt nicht. Okay. Ja, 1000 Dollar scheint für den Herrn im goldenen T-Shirt nicht viel zu sein. Ich würde mal lieber ein paar Schuhe kaufen. Wir leben in der Stadt und nicht im Dschungel, ne? Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe ihn gesehen, er hat gesagt, ich soll ihn in die Hut bringen, habe ich auch gemacht. Und mehr nicht, und die wollten ihn dann schlagen, aber es ist ja nicht meine Sache, er wollte in die Hut. Du hast mich vorsätzlich da reingeführt auch, die wollten mich erschießen. Zitat, ich möchte in die Hut, ich habe dich in die Hut gebracht. Ich habe gesagt, ich habe Hunger, ich will was zu essen haben und du sagst, geh dahin, die haben was zu essen. Du möchtest in die Hut rein. Folgendes, Aussage gegen Aussage ist zivilrechtlich zu klären. Okay, also schlage ich den jetzt zusammen. Nehmen sich einen Anwalt rein, komm, das tun. Wir gehen jetzt also runter, wir schlagen uns jetzt. Auch, aber ich möchte ihn jetzt nicht anzeigen dafür, aber... Wir schlagen uns jetzt, wie echte Männer. Kommt da runter in der Zelle, gut ist. Okay. Was für Zelle? Ich sag's noch einmal, ja, wir stehen hier vom Police Department, ja, hier wird nichts angefangen. Ansonsten leben sie mit den Konsequenzen, ich sag's ihnen ganz deutlich, wie es ist. Ja, dieser Herr hier ist ein dreckiger Mensch. Möchte ich wohin gefahren habe, okay. Nein, du hast... Sachen gemacht, von denen du wusstest, was passiert. Ja, Undankbarkeit ist keine Straftat. Ja, am besten der Herr, fahren Sie einfach am besten wieder und versuchen Sie das Ganze jetzt zu vergessen. Wenn ich hier sehe, dass irgendwelche Übergriffe hier, ja, direkt vom Police Department oder generell irgendwo in der Stadt ausgeübt werden, werden wir sie eincashen und das Ganze strafrechtlich verfolgen, ja? Ja, ich werde dann auf jeden Fall noch eine reinhauen, den Typen da. Okay. Jetzt bin's wieder. Ja. Nein. Haben Sie sich jetzt drum gekümmert? Worum gekümmert? Na, um den Fall. Da ist der! Sofort stehen bleiben! Hallo! Wo
Was ist los mit dir, Mann? Du hast doch auf mich geschossen, oder nicht? Bist du bescheuert, oder was? Doch, das warst du. Doch, das warst du. Ich gehe jetzt zum Bullen. Hallo. Polizei! Na? Ich bin gerade am Aktenschreiben. Die Sache ist. Polizei, da ist der Herr, der hat auf mich geschossen. Der war das. Herr Salazar. Der in Grau hier, da mit der Tasse. Der hat auf mich geschossen. Ja. Was? Herkommen, oder was? Salazar? Hast du wirklich auf mich geschossen? Nein, hab ich nicht. Er hat doch. Ist der hat mich dumm voll gequatscht und dann. Dann warst du das doch. Du hast auf mich. Hinterher bin ich ja abgehauen. Du hast einfach so auf mich geschossen. Weil ich was verrückt. Ich bin eigentlich hier wegen Oskar. Wieso wegen Oskar? Ja, weil er eingebuchtet wurde von ja, wegen mir. Ja. Du bist der Ziel. Und sitzt deine Strafe ab. Wenn du da hinten noch weiter rumschreist, ne, dann komm ich vorbei. Ja, wir hatten das gerade gesagt, wir hatten hier so dicke Eier. Typisch der Hammer, Mann. Werde. Wie viel Strafe muss Oskar zahlen, dass er wieder rauskommt? Ja, keine Ahnung. Das hier mit dem Hut oder was? Du hast es jetzt hier leise zu reden oder was? Das sind mir zu viele Stimmen gerade. Warst du das hier mit der Brille und dem Hut? Ja, sicher. Müssen wir das erst klären, wie echte Männer. Hallo? Ja. Nee, weil du kein echter Mann bist. Und du musst nicht mal schaffen, ja. Zu reden. Ja. Aha. 10, also machst du dich über mich lustig. Und der Herr Stone auch. Wenn du das so empfindest. Jetzt müsst euch mal hier nicht ein. Ich hab hier noch was zu klären. Der Herr hat auf mich geschossen. Der muss verhaftet werden. Nochmal, ich hab nichts verstanden. Ja. Kommen Sie gerade mal an. Schmeiß deine Eier auf den Rücken und geh weg. So. Hallo! Hallo? Nicht auf mit der Schlange. Hallo? Jo, was geht denn? Seid ihr nette Menschen? Kommt drauf an. Und geh's wieder. Ey, ja. Mein Fahrrad! Ich fahr nur eine Runde, jo. Es wurde schon heute bedroht, bespuckt. Was wird's denn? Besossen. Ja, okay. Von den ganzen Leuten hier ist nicht so nett. Und die Polizei macht auch nix. Das ist nicht nett, ne? Nein. Ey, Polizei macht nix, ne? Ne, ah, ja. Polizei hört mir nicht mal zu, das ist denen scheißegal. Die wollen nur ihren eigenen Arsch ja, retten. Scheißegal. Ja, ich weiß, man. Ja, du sagst es, ey. Du sprichst hier so. Sag man. Ja, ich bin gerade erst eingereist und ich weiß schon, wie das hier alles tickt. Scheiße, Bullen. Ja, fuck halt. Scheiße. Haben sie dich rausgelassen, Mann, ey? Wieso mich rausgelassen? Ich hab sogar, guck mal, ich hab sogar Geld bekommen für Sue von den Lilanen. Hab es mir Lilanen zugekauft als Dankeschön. Mhm. Shit, Mann, ey. Shit, wie wär's mit der Kopfbedeckung, sonst kriegst du noch Sonnenbrand. Ne, das hat ich, das ist ja egal. Ich war Fleischmütze. Ist egal. Ist nicht so ein Hut? Ne, ein Hut sieht nicht schön aus. Schön? Schön. Wieso? Das ist eine Fleißmütze. Eine was? Eine Fleißmütze. Was ist das? Eine Fleißmütze. Was ist das? Weißt du nicht, was eine Fleischmütze ist? Verarschst du mich? Yo, shit, das ist eine Fleischmütze. Es wurde heute schon verarscht, jetzt so auf damit. Es wurde von so einem Motorradfahrer zu dem Grof gefahren und er hat gedacht, ich soll da rein, da gibt's Essen. Und bin ich da reingelaufen und wurde fast über den Haufen geschossen. Ja, bei der Grof, yo. Ja. Okay, ist ja gerade da unten. Ja, das ist ein Penner. Ja, ich meine, bei denen ist gerade wow. Diese Stimmung. Wieso? Oh, der hat gerade miese Stimmung, haben sie nicht gesagt, ja. Nee. Ja, muss auch noch fragen gehen. Wieso lieben die sich alle und haben Schluss gemacht, oder? Ja, sozusagen. Die haben Schluss gemacht. Ja, der eine macht mit dem anderen Schluss und trotzdem. Scheiße. Boah, ja, das ist so ein Knuddelverein. Aber die kamen gar nicht so rüber wie Knuddelverein. Nee, nee, nee. Ja. Der hat gerade nicht so geknuddelt, Mann. Da machst du ein Auto für mich. Ein Auto? Ja. Was willst du machen mit dem Auto? Fahren. Was? Fahren. Fahren? Wo willst du hinfahren? Ich weiß nicht. In die Sonne. In die Sonne, Strand, Frauen, Bikinis. Okay. Glaubst mir nichts, aber du glaubst mir nichts, aber ich bin voll der Stecher. Ja, das glaub ich dir. Das mach jede klar. Das jede klar. Mhm. Okay. Da mach mal die Cash da klar. Ich wollte eigentlich meine Schwester klären, aber das ging nicht. Ja, mach die mal klar. Nee, das geht nicht mehr. Da war mein Cousin zum Schneller. Jo shit, Mann, ey. Ich mach mit dir eine Wette, okay? Was denn? Mach jede klar, sagst du. Ja. Digga, okay. Dann kaufst du dir einen Traktor, wenn du 15 Dollar hast. Ruf mich an. $15?
5000 Dollar. Das hab ich nicht. Geld. Ja, aber warte mal. Jo, warte. Ich muss ans Telefon gehen, ey. Scheiße. Jo, mach mal mich klar. Nee, du, tut mir leid, ich bin eher so an Frauen interessiert. Ich weiß ja nicht, wieso du mich jetzt anbaggerst. Ich möchte nicht angebaggert werden, halt stopp. Jo, Kisha, was? Der holt dir seine. Shit. Wieso willst du mich zauen? Genau. Ist doch jetzt gut heute, auch wie wurde gesourcen. Das reißt jetzt schon. Und was seid ihr hier? Auch so eine Gang, die andere besießen? Ja, ich bin der krasseste Neger. Wieso bist du krass? Willst du das herausfinden? Wieso? Dass ihr alle so brutal gewalttätig sein müsst, das finde ich scheiße. Wir sind ja nicht brutal, ey. Ich glaube, ihr müsst mal in die Psychiatrie. Kann ich mal so ein Traktor leihen oder so ein Fahrrad? Komm bitte nicht so nah, ich bin. Ne, ja, Mann, du ich mag Frauen. Voll nach Lust, Alter. Ich stink nach was? Warte, nach das hier. Und dann nimm mal deine Arme runter, vielleicht hört's ja auf. Ich find das nicht nett, wie du mit mir umgehst. Wie nicht nett, ne? Ah, scheiße, Mann. Das war zu viel, DJ, ich mein. DJ, bist du? Du spiel mal Musik ab, DJ. Ja, ich hab dir nicht gesagt, dass du mich DJ nennen darfst, ja. Ja, er sagt doch DJ, ich spreche lieber Personen bei Namen an. Nenn mich einfach Leafy. Dann nenn mich. Der einzig wahre, super tolle, geile, ich leise. Ich nenn mich Fleischmütze, ja. Ich hab kein Fleisch. Jo, Beef. Boah, guck mal, der hat so eine Schlange um seinen Hals. Okay? Boah, Polizei! Die machen natürlich wieder nix. Die fahren nur rum und kassieren ihr Geld. Schweine. Dankeschön, ne, aber. Du hast eine coole Mütze, hätte ich auch gern. Geht. Du hast auch eine coole Fleischmütze. Danke. Jo. Seiten auf Ada. Scheiße, ja, was ich gern. Weißt du, hätte ich das Geld, würde ich mir eine Mütze kaufen. Darf ich mir anfassen? Ja, ja, fass doch an. Mütze. Du hast doch schon die krasseste. Tja, da wurde mir heute raufgespockt, jetzt hast du Spock an den Händen. Und da kannst du polieren, Mann, und was wünschen. Ja, wünschst dir was. Ja, ich wünsche mir doch nichts von dir, Mann. Da kriegst du alles mit Rotz. Ich schwöre, deine Fleischmütze hat schon eine Fleischmütze. Da kannst du nichts mehr polieren. Das ist poliert. Das ist eine so Bowlingbahn. Schau mal sein T-Shirt, ey. Was gibt's denn da zu lachen? Lacht mir's gerne aus. Warte mal, ich muss sie verjagen da. Gibt's was? Jo, will jemand von euch einen Chef da kaufen? Hey, Bruder, man sagt nicht, gibt's was, sondern heißt mal Moin oder was weiß ich, yo oder hi oder was. Okay. Auch. Hallo, gibt's was? Der ist ein bisschen komisch drauf. Wieder ein Problem. Okay. Die sind frech zu mir. Was willst du dir denn hier verjagen, Junge? Das ist nicht deine Hut, ja. Ach so, ich dachte, es gehört zu euch. Alles gut. Dann tut mir das leid, vielleicht. Bleib mal hinten, du. Oh. Shit, ey, da fährt jemand durch die Hut. Können mit diesen hier nicht da einfach rumchillen. Da hast du mal durch die Hut gefahren, ey, lass mal nach hinten gehen, jo. Lass den mal zusammenschlagen, ich darf das auch nicht. Ey. Jo, ramm den doch mit deiner Fleischmütze da. Ja, das mach ich, aber dann besorgt meine Typen mal. Hol doch mal den Zauberstab raus, Voldemort. Also einen Zauberstab will ich gar nicht sehen. Ihr seid alle ganz komisch, ihr kusselt mit mir, wollt mal Zauberstab sehen. Der sieht aus wie Lord Voldemort. Das ist voll komisch. Guck doch mal seine Fresse, Mann. Shit, man, der sieht aus, als wäre der gerade aus dem Krankenhaus gekommen. Ja, was passiert? Gar nichts. Der war frech zu mir. Ja, ja. Was? Ja. Er tut die Leute hier verjagen. Also. Ja, ich komm, hab genug gefragt. Ich hab nur gefragt, gibt's was? Und er wurde direkt ausfallend. So wie der Rest der Leute, der hier ist. Was soll's denn geben? Ja, das habe ich ja gefragt. Ob's was gibt.
Ja, was willst du denn? Er sagt, sie war ein Brecher, obwohl er selber ein Brecher war. Nein! Auf einmal rennt da so eine Fleischmütze auf die Tour. Die haben sich da wie so ein Pommeswagen an die Straße gestellt und hab's gefragt, gibt's was? Vielleicht gibt's da wirklich was. So, wer ist hier im Pommeswagen? Ist hier im Pommeswagen? Ja, waren die doch gerade. Ich seh keinen. Hat nur noch die Klapptür gefehlt und das leckere Essensgeruch. Wie gesagt, ich sag ja, der kommt gerade aus dem Krankenhaus, Alter. Wieso? Aus dem vom Psychiater, ja. Wieso? Habt ihr gerade einen Pommeswagen gemacht oder was? Wieso? Kannst du mal dein Maul halten, Mann? Wieso? Das ist interessant, nur wenn ich immer das gleiche sagst, dann wird's irgendwann öde, Mann. Ist eine Frage. Wieso? 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 Ja, ich sollte doch jetzt eine Frau klären, oder nicht? Wieso? Ja, auf jeden. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kaufst du den Traktor? Komm her, bück dich. Ich hab doch kein Geld, wie soll ich mir was kaufen ohne Geld? Ja, shit, wir machen eine Wette, okay? Ja, okay. Ich bin eh in so ein Glückspilz. Ein Glückspilz. Das hab ich schon mit meiner Schönheit. Du siehst so aus wie ein Pilz, Mann. Ein Glückspilz. Jo, ich geb dir jetzt was, okay? Du kriegst es von mir. Was kriegst du von mir? Ein Kuss auf die Backe. Nee, meine Gretel kann ich dir nicht geben, yo. Ach, gibst du mir jetzt Frauen? Mein Gretel ist eine Frosch, du Idiot. Gretel ist ein Frosch, Mann, Alter. Komm doch mal klar auf dein Leben. Ja, woher soll ich das wissen, was hier ein Frosch ist und was hier eine Kuh ist und was hier ein Zwein? Alter, er hat den gleichen Tanker an wie sein Kragen. Was? Deine Klamotten, die sind nicht ein bisschen zu groß? Bestens. Komm mal kurz mit. Okay. Scheiße, ich bin auf dem Weg. Nein, du nicht, Fleischspitze. Du sagst, komm mit! Nee, du nicht, oder wartest da, wir kommen gleich. Scheiße. Hebst du doch auf. Ich bin das Höhnste. Guck mal, der. Ich bin das Höhnste. Ja. Was kann ich? Guck mal, ich hab einen Plan für dich, Mann. Ja. Da hast du was zu tun. Ist das ein Bauplan? Was knallt? Ja, du kriegst es von mir hier? Ja. Kriegst du es von mir hier was zum Tauschen? Im Glatz, hör mal zu. Tauschen? Jo, wie heißt du, Mann? Hier. Leise. Leise Backe. Leise. Oh, ist eine Fliege. Pass auf, Glatzkopf, ist eine Fliege. Ah! Verdammter Ernst, ey. Das war nicht. Oh, ich fühle mich ganz schlecht. Ich glaube, ich kipp gleich um. Mann, dann habe ich Augenprobleme, ey. Er hat doch kassiert. Ich werde es hoffen, Mann. Ich hab doch gar nichts gemacht. Er schlägt mich. Das ist nicht fair. Du warst eigentlich dran gewesen, Penner. Ja, und scheiße, fair. Ich will mir gerade in der Tasche rum. Habt ihr einen Verband für mich? Ein ja, du mal lieber Beef im Verband. Beef, brauchst du einen Verband? Ich brauch einen Verband, ich blute! So, ins Fuhl ist ihr euch jetzt. Hier, kannst du mal hier. Oh! Geh mal beten. Ja! Oh, lieber Gott der Schönheit! Bereicher mich mit noch mehr Schönheit. Ich hab's schon genug, aber mehr will ich gar nicht. So, was sagst du? Genug was? Gebetet. Was? Es ist ein hübscher Bäumen. Könnte ich Gitarre spielen, würde ich eine Band aufmachen. Shit, Mann. Vielleicht wird es eine Band, jo. Was ist denn jetzt der Plan? Der Plan ist, du kriegst jetzt von mir. Schließ mal das verdammte Fahrrad zu, Mann. Das ist ja nicht mein Fahrrad. Das habe ich geklaut. Achso, ja, dann ist das jetzt meins. Ja, dann fahr mal mit ein bisschen weg. Oder will einer von euch ein Fahrrad haben? Du bist ganz schön gemein, du klaust mir das einzige, was ich geklaut habe. Also, was du geklaut hast, nice, ey. Kriegst du was geschenkt und damit kriegst du was anderes. Jo, jetzt fahren wir ein bisschen weg mit dem Ding. Erzähl jetzt mal. DJ, pack mal die Scheiße. Ich bin neugierig. Ja, du kriegst es hier von mir. Das hier. Was ist das denn? Sieht ganz komisch aus, so glibbrig. Ja, das sieht ganz komisch aus, Mann. Das ist Schlafmond. Kein Plan, ey. Was? Stell damit das an. Tausch den Scheiß ein, ne? Gegen? Und gegen irgendwas. Und dann tauschst du es gegen den nächsten Shit. Und dann gegen den nächsten Shit. Irgendwann, ne, hier Glückspilz, wie heißt du gesagt? Ja. Glück, Mann. Ja, Ocelot, dann kriegst du irgendwann einen Traktor, Mann. Echt? Dann holst du dir einen scheiß Traktor und dann rufst du mich an, okay? Kriegst du noch meine Nummer? Wo sind die hin? Easy, nix leichter als das. Ha! Oh, und wenn du den Traktor hast,
Dann kommen wir mit dir und dann klärst du den Alter auf dem Traktor, okay? Ja, kann ja auch ohne Traktor, ne? Nee, mit Traktor. Wieso mit Traktor? Ich ja, kann das auch ohne Kleidung. Da brauche ich nicht mal was sagen. Und okay, ich wollte nochmal deinen Nasenring anfassen. Na, Scheiß fass du an, das ist, fängst du dir gleich eine. Ich hab doch schon berührt. Ah! Au! Voll auf die Fleischspitze. Hey, warte, ich will auch noch. Jo, warte. Fahr mit dem Bike ein Stück weg. Au! Ja, guck mal hier. Jetzt kriegst du noch den Trostbären, jo. Und hast. Trostbär, kussel mich. Thanks. Oh. Ja, brauchst du nicht zu heulen, ey. Nimm das Ding zum Knuddeln, ey. Und die Leine, Alter. Steck ich dir in dein Arschloch. Oh. Verpiss dich! Was wollt ihr von mir? Aua! Bleibst du auf dem Boden? Oh nein, bleib ich nicht ab. Wo ist die Mütze? Warte, der ist tot. Alter. Juhu, hast du den überfahren einfach? Scheiße, wo ist der hin, Mann? Er ist weg, Alter. Scheiß auf den. Das ist eben hingeflogen. Ey, warte nicht!